Peter, auch schon Norbert Röttgen. Auch Ihnen vielen Dank, dass Sie jetzt noch mal gekommen sind nach einem der Länge eines ganzen Fußballspiels da vorne. Wie viel sind Sie dem CDU-Vorsitz heute nach eigenem Empfinden näher gekommen? Das ist ja eine Diskussion gewesen. Ich glaube, die war gut. Die hat auch Akzentunterschiede gebracht. Und das finde ich auch wichtig. Und jetzt ist es an den Delegierten zu bewerten, zu entscheiden, welche CDU möchte sie. Ich glaube, mein Profil ist klar, was ich für die Partei möchte. Und die Delegierten werden eine autonome Entscheidung treffen. Frage ging in die Richtung, wie gut haben Sie sich gefühlt in der Runde? Welchen Eindruck haben Sie, wie Sie Ihre Position vertreten haben? Ich glaube, ich konnte zu all diesen drei Themen meine Position darlegen, dass Klimapolitik von überragender Bedeutung ist und dass wir als CDU sie eben mit der Wirtschaftskompetenz verbinden müssen, ist meine zentrale Aussage. Dass wir Europa zusammenhalten und handlungsfähig machen, das ist meine Arbeit seit Jahren als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Und dass Sicherheit ganz zentral ist, innere Sicherheit, äußere Sicherheit, soziale Sicherheit. Und dass man die innere Sicherheit nicht ohne die äußeren Fragen, die internationalen Fragen, islamistischer Terrorismus beantworten kann, das konnte ich gut rüberbringen. Rechtsextremismus haben Sie jetzt nicht erwähnt. Darüber haben wir heute ja nicht gesprochen, aber dass der Rechts... Hätte man bei innerer Sicherheit aber auch mal durchaus machen können. Aber die Fragen gingen ja konkret um islamistischen Terrorismus und darum habe ich darauf auch geantwortet. Der Rechtsextremismus ist einer der großen, neben dem islamistischen Terrorismus und den Gefährdungen, die weitere größte innenpolitische Bedrohung unseres Landes. Ich habe es Armin Laschet eben auch schon gefragt. Sie haben mir einen Teil der Antwort möglicherweise schon weggenommen, weil Sie es in Ihrem Schlussstatement aufgegriffen haben. Und die Frage ist, was haben Sie gelernt über Ihre Partei in den vergangenen Wochen im Zusammenhang mit der Kandidatur für den Parteivorsitz? Ich habe wirklich viel gelernt, weil ich viel diskutiert habe. Und das Bedürfnis und den Willen der Partei, aktiv zu sein, die Partei wieder zu erleben als ein Ort der Diskussion, der Entscheidung, wo alle diese Fragen, die auch Ängste machen, die die Menschen sehen, auch eine Rolle spielen, um unsere Antworten zu geben, aus unseren Werten heraus moderne Fragen zu beantworten. Mhm. Wir haben Potenzial, wir haben Willen und Bereitschaft. Wenn der Input so groß gewesen ist aus Ihrer Partei, von den Mitgliedern, wo gibt es Punkte, wo gibt es Positionen, wo Sie sagen, ja, da denke ich noch mal drüber nach, da muss ich meine möglicherweise auch noch mal ein bisschen nachjustieren. Das ist in den einzelnen Bereichen, das habe ich ja gesagt, das, was ich vorgetragen habe, das ist auch Produkt jetzt noch mal einer... für alle, die möglicherweise da in dem Moment nicht gut aufgepasst haben. Ja, war auch keine Kritik, wollte es nur sagen. Ich habe genau eher das vorgetragen, was auch das Ergebnis der Diskussion ist. Zum Beispiel meine Aussage, ich bin kein Lager. Das resultiert auch daraus, dass die Mitglieder sagen, wir wollen die Einheit in dieser Partei und wir wollen auch wenn wir nicht dem Kandidaten zugestimmt haben, hinter ihm stehen können. Und ich glaube, ich werde diese Partei nicht polarisieren oder spalten, sondern zusammenführen. Das ist zum Beispiel ein solches Ergebnis. Das Kandidatenteam Laschet-Spahn hat dieser Tage ein Papier vorgelegt, ist auch kurz angesprochen worden, heißt Impulse 21, ein 10-Punkte-Programm. Kommt von Ihnen noch was Ähnliches bis zum Parteitag? Ich bin ja mit einem 6-Punkte-Programm gestartet. Ich bin gestartet, weil ich gesagt habe, es geht nicht um die Frage, wer wird was. Das ist auch eine wichtige Frage. Aber was wird aus der CDU? Und ich bin programmatisch gestartet und habe immer wieder zu unterschiedlichen Fragen auch konkret und ausführlich Position bezogen. Ich habe zum Beispiel die Initiative ausformuliert, dass wir auf die Entscheidung des amerikanischen neuen Präsidenten Biden mit John Kerry einen Klimaaußenbeauftragten zu benennen, also ein Signal Klimaaußenpolitik zu machen, dass wir das annehmen sollten, auch einen solchen Beauftragten haben sollten, mit Kabinettsrang und auf europäischer Ebene, um eine neue Chance im transatlantischen Verhältnis zu gewinnen. Oder die Digitalisierung, ein Digitalisierungspakt, weil wir zurückhängen. Stichwort klare Position. Sie haben zu Beginn dieser Kandidatur gesagt, es sei nicht automatisch, dass Sie auch Kanzlerkandidat werden müssten. Sie haben das zwischenzeitlich ein bisschen abgeschwächt, glaube ich, in dieser Form. Wie ist die Position, Ihre Position heute, einmal klar und deutlich? Da muss ich Sie wirklich ein bisschen oder jedenfalls deutlich sagen, ich vertrete in dieser Frage exakt von Beginn an, seit einem Dreivierteljahr, die gleiche Position, weil sie nämlich aus Überzeugung ist. Das Selbstverständnis, und das habe ich im Februar gesagt, das Selbstverständnis der CDU ist, dass Ihr Vorsitzender das Amt des Kanzlers können und wollen muss. Sonst sollte man ihn nicht zur CDU-Vorsitzenden wählen. Und zweitens, weil auch diese Bundestagswahl noch mal wichtiger ist als jede Bundestagswahl, weil so viel auf dem Spiel steht.
geht es darum, dass wir die Bestaufstellung finden. Und das ist dann die Verantwortung der beiden Parteivorsitzenden, von Markus Söder und mir, wenn ich gewählt werde, diese Bestaufstellung zu beraten und vorzuschlagen. Abschließend auch noch mal an Sie, auch im Hinblick auf das, was vor zwei Tagen in Washington passiert ist. Auch bei uns werden Institutionen wie Parlamente, ja, Politiker, auch die Justiz zunehmend in Frage gestellt und nicht mehr ernst genommen. Und die Leute halten sich auch nicht an viele Regeln. Es ist kurz angeklungen bei ein, zwei Beispielen. Wo würden Sie am ehesten ansetzen, um das zu korrigieren? Sie haben völlig recht. Wir haben in den USA war es der amtierende gewählte Präsident, der angestachelt und angestiftet hat. Das haben wir nicht. Aber wir haben auch Hassrede. Wir haben auch Agitation. Wir haben auch das Verächtlichmachen der Institutionen des Staates. Und wir müssen auch wegen dieser Mahnung aus den USA noch entschiedener entgegentreten. Die Demokraten zusammen, ohne jede Taktiererei. Und wir müssen dort ansetzen, wo der Boden bereitet wird, aus dem dann eines Tages Gewalt kommt. In großer Klarheit und Entschiedenheit müssen die Demokraten das tun. Herr Röttgen, haben Sie ganz herzlichen Dank, ich danke Ihnen dass Sie nach sehr dieser Runde noch mal zu uns gekommen sind. Sehr Meine gern. Damen und Herren, ich gucke kurz zur Seite.